So. Hier haben wir dann Castle on Rails. Wieder von Buffon. Hatte ich mir auch beim letzten Mal vorgenommen, zwei Level von ihm zu spielen, weil er einfach viele eingeschickt hat. Ich glaube sogar die meisten von allen. Und dementsprechend werden wir von ihm auch definitiv häufiger noch was sehen. Aha. Schon mal ein etwas unorthodoxer Anfang, aber dadurch, dass man. Wow. Das war jetzt richtig doof von mir. Aber dadurch, dass man, ja, die Stachis hier sehr gut im Blick hat und das auch viele sind und sie sich langsam bewegen, ist es auch vollkommen in Ordnung. Wenn die sich schneller bewegen würden, dann wäre das ganz schön heftig, glaube ich. Aber das tun sie ja zum Glück nicht. Ansonsten haben wir hier ein. Ja, ein Autoscroll-Castle. Erinnert so ein bisschen an Super Mario World, die. Ja, da gab es auch ein Autoscroll-Castle. Ich habe keine Ahnung mehr, was es war. War aber eins der späteren, muss man sagen. Generell kann man Autoscroll-Level, also gerade mit so Plattformen, kann man auch in erster Linie. Oh, das ist jetzt auch mal wieder ein Abschnitt. Der ist zwar schwierig, aber man kann nicht sterben. Das ist ganz nice. Sowas gefällt mir dann immer. Weil da hat man zwei Herausforderungen und. Wow, da sollte man aufpassen, dass genau das nicht passiert. Sehr gut. Man hat zwei Herausforderungen, aber man kann nicht sterben. Und das sind immer so Sachen, die gefallen mir ganz gut, weil sie fördern. Also sie belohnen Skill, aber sie fördern keine dauerhafte Wiederholung vom Level. Deshalb, ja, gerne mehr solcher Abschnitte. Man fühlt sich halt trotzdem gut, wenn man sie schafft, obwohl man weiß, dass man unendlich viele Versuche hat, weil sie einfach gut aussehen. Und dennoch hat man eben nicht alles verkackt, wenn man einmal da Probleme hat. Ja. Kann auf jeden Fall durchaus mal hervorheben. Gefällt mir als Designentscheidung auf jeden Fall. Hier muss man recht schnell durch, sonst hat man Probleme. Oh ja, jetzt wird es ein bisschen kniffliger, glaube ich. Genau wegen diesen Ecken. Diese Ecken, damit habe ich immer wieder Probleme, weil sie eben so eine abrupte Änderung verlangen. Da wäre ein cooler Kreis eigentlich besser, aber das Problem ist, ich glaube, man kann. Oder kann man hier Kreise setzen? Hier links ist ja auch so ein kurviger Abschnitt. Muss ich hier drüber? Ne, hier kann ich gar nicht drüber. Interessant. Ah ja, und hier ist auch wieder ganz cool eingebaut. Also, ja, die Ideen. Das hier ist jetzt zum Beispiel sowas, das würde ich sagen, das ist weniger Nintendo-like, hat gute Ideen, aber ist trotzdem nicht so übertrieben schwer. Ah. Nein, 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 nein. Höchststrafe. Scrolling rückwärts machen müssen. Naja, gut, wir können ja hier warten. Egal. Irgendwann war ich nochmal stehen geblieben bei Weihnachten. Ja, ist in, ja, dieses Mal tatsächlich recht voll gewesen. Und ich glaube, es war nach keinem Jahr, wo ich es erlebt habe, dass man in der Stadt echt extrem schweren Parkplatz bekommen hat. Gießen ist da sowieso immer ein bisschen kritisch mit Parkplätzen. Das ist, glaube ich, eine der schlechtesten Städte für sowas. Wobei, so Großstädte in der Innenstadt hast du wahrscheinlich auch Probleme. Hier muss man. Fuck. So, das passiert übrigens, wenn man zu langsam ist. Kann ich jetzt hier. Kommt hier wieder eine Plattform oder bin ich jetzt quasi abgeschnitten? Können noch mal eine Weile warten, aber eigentlich, ich glaube nicht. Ist sie kaputt gegangen? Ja, doch, die ist kaputt gegangen, glaube ich. Ah, ja, gut, dann würde ich sagen: Ab in den Tod. Da unten sind offenbar auch ganz schön viele gestorben. Ja, das meine ich eben mit diesen eckigen Sachen. Ich glaube, damit haben auch noch mehr Leute Probleme. Weil es wirkt halt nicht flüssig, wenn so ein eckiger. Ich kann auch auf Voll-Cheap-Ass sein und einfach warten, bis die Plattform nach hier oben gekommen ist, oder? Das probieren wir mal kurz aus. Mal so der Interesse halber. Das wäre dann was, was ich zum Beispiel auch ein bisschen verändern würde. Dann würde ich das Power-Up vielleicht am Anfang geben. Ja, man kann hier tatsächlich warten. Also das ist sowas, das könnte man beheben. Power-Up vielleicht am Anfang geben und dann den Block wegmachen. Dann hat man damit auf jeden Fall keine Probleme mehr, weil man dann keinen Safe-Spot hat. Joa. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Das ist ein kleines Manko, aber jetzt nicht so dramatisch. Ich meine, ich glaube, da muss man auch erstmal drauf kommen. Normalerweise. Na, tendiert man dazu doch immer eher mit der Plattform erstmal mitzugehen
Und sowas merkt man dann höchstens im zweiten, dritten Anlauf. So, hier warte ich jetzt am besten, bis die Blöcke mal komplett da sind. Sind die schon immer so in der Reihenfolge hier? Ach, Mist. Ja, in der Lavagrube sind offenbar einige schon draufgegangen. Naja, egal. Wo war ich? Weihnachten, recht voll. Gießen, nicht so gut mit Parkplätzen. Muss man mit leben können. Aber, ist es nichtsdestotrotz... Ja, ich werde es jetzt mal wieder normal spielen, weil es ein bisschen cheap ist, da oben einfach nur zu warten. Ja, das verwundert mich, weil... Gerade, ja, im Radio hört man zum Beispiel immer wieder, oder auch im Fernsehen, ja, Amazon als Online-Händler und generell alle Online-Händler bekommen immer mehr Kunden und dann sieht man auf der anderen Seite, dass es in der Stadt auch immer mehr werden. Werden es dann einfach immer mehr Leute, oder? Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Weil, also, normalerweise sollte man ja erwarten, wenn mehr Leute online kaufen, dass dann weniger Leute in der Stadt sind. Also, oder? Würde ich so erwarten, grundsätzlich. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute, die in der Stadt sind, gar keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Das ist auch eine Möglichkeit, die man durchaus in Betracht ziehen kann. Wieso spawnen die Blöcke hier unterschiedlich? Also eben war das doch eine ganz andere... Eine ganz andere Konstellation mit den Blöcken. Das verwundert mich ein wenig. Ich habe nebenbei auch nicht drauf geachtet, weil meine Aufnahme angefangen hat. Das kann wieder gut sein, dass meine Festplatte vollläuft. Ach ja... Das ewige Problem. Aber auch nur bei mir, habe ich so das Gefühl. Ich nutze halt... Ach, genau die Lücke. Das ist dann immer so ein bisschen das Problem. Ich nutze halt auch eines der wenigen Aufnahmeprogramme, die so unendlich viel Speicher fressen. Da muss man einfach damit rechnen. Oder mal den Pilz behalten. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Damit könnte ich mir auf jeden Fall so einiges am Ende ersparen. Ja, sehr gut gemacht. Genau so wollte ich das. Wo war ich jetzt? Genau. Also es kann natürlich sein, dass die Leute gar keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Dann ist es natürlich immer ein bisschen schade, weil, oh mein Gott. Also das ist timemäßig auch nicht so ganz gut geskriptet, habe ich so das Gefühl. Ich habe das Gefühl, hier passiert manche Sachen ein bisschen random vom Scripting her. Und das sollte man bei einem Plattformlevel eigentlich vermeiden, es sei denn, es ist trotzdem immer lösbar. Was aber durchaus eher selten der Fall ist. Dementsprechend würde ich da vielleicht nochmal drüber gucken, ob das möglich ist. Ich weiß auch gar nicht, ist das überhaupt möglich, wenn man so screenübergreifende Sachen macht? Weil hier ist es jetzt zum Beispiel auch ein kleines Problem gewesen. An der einen Stelle hatten wir mal eine komplett andere Konstellation. Jetzt ähnelt sie wieder der, die wir davor hatten. Also, keine Ahnung, was da los ist. Ah, das könnte eklig werden. Genau. Man sollte nie die Flamme so triggern, dass sie mit der Plattform mitgeht vom Timing her. Dann hat man immer ein kleines Problem. Also man hat ja doch schon selbst ein bisschen Entscheidungsfreiheit, wie man die Plattform triggern will. Ich glaube, Einsprung ist hier tatsächlich am besten. Ja. Das Problem bei so einer Autoscroll-Castle ist ja immer wieder, dass man... Ja. Dass man doch des Öfteren mal Sachen wiederholen muss. So, hier durch. Man hat ja eigentlich auch... Ja, so ganz gut Zeit hat man jetzt doch nicht. Also, man muss sich schon recht beeilen, kann man sagen. So, hier mal ein Pilz. Ich hasse diese knochenwerfenden Knochentrocken. Es gibt, glaube ich, keine ekligeren Gegner, aber genau deswegen werden sie in der Castle von den SMW-Leveln auch immer wieder eingebaut. Wow, das war knapp. Muss man hier timingmäßig aufpassen? Sind die unterschiedlich getaktet? Ansonsten finde ich die Idee ziemlich cool, muss ich sagen. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich das ein oder andere Mal echt Probleme habe mit dem Timing von den Sachen. Aber irgendwie funktioniert es ja dann doch immer wieder, also. Ja, hier hoch müssen wir jetzt natürlich kommen. Irgendwie. So. Das sieht auch ganz gut aus. Und man wird nicht zerquetscht, wenn man so auf Halbmast steht. Das ist auch schon wieder was ich sehr positiv hervorheben kann. Das nehmen wir einfach mal mit. Und dann gucken wir mal... Ein Hammerbruder-Boss. Ah, schade. Ach, man muss die gar nicht töten. Ja, dann hätte ich natürlich auch einfach durchgehen können. Wäre natürlich cool gewesen, wenn man die töten muss. So ein bisschen... Resnor-like?
Wäre ganz cool gewesen. Ich weiß nicht, ob es Reznor tatsächlich... Gibt es den hier implementiert? Kann man Reznor einbauen oder haben sie den sich gespart? Ich habe ihn jedenfalls noch nicht gesehen bisher. Was schon verwunderlich ist, weil ich glaube, wenn es Reznor als Boss gäbe, dann wäre er schon 100-mal eingebaut worden von diversen Personen. Auch gerade, oder vor allen Dingen, wenn man so random nach Leveln sucht online. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Reznor da sehr beliebt wäre. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwie Weihnachtsgeschenke. Man sollte eigentlich erwarten, wie gesagt, dass es dann immer weniger wird. Aber ist es nicht. Das heißt, entweder die Leute kosten dann die Weihnachtsstimmung einfach aus, was ich auch durchaus verstehen kann, aber es ist halt irgendwie gesellschaftstechnisch ineffizient, weil du damit die Leute noch mehr abfuckst, die darauf angewiesen sind, zu dem Zeitpunkt in die Stadt zu gehen. Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen komisch, das einzuschätzen. Sollte man vielleicht echt mal so eine Art Befragung machen oder so und dann den Leuten nahelegen, dass sie... Obwohl eigentlich... Ich meine, du kannst den Leuten ja auch nicht verbieten, in die Stadt zu gehen, wenn sie Bock drauf haben. Das ist ja auch so eine Sache. Ja, alles ein bisschen komisch. So, das hier war vom Timing gar nicht mal so cool. Und man muss halt... Dadurch, dass man vom Timing so aufpassen muss, muss man an der anderen Stelle dann eben ein bisschen lacken. So, hier kann man auf jeden Fall gut durchlaufen. Diesmal. Aber, ja, ich denke, die Zeit ist doch so gemacht, dass egal, wie das getaktet ist, man immer wieder es schaffen kann. Wie schnell wirft er denn wieder? Ich hasse diese Gegner. Sie holen, wenn die die Knochen rausholen, das ist genau wie bei den Hammerbrüdern. Die holen irgendwas raus und genau in dem Moment treffen sie dich. Und dieses Rausholen geschieht eben instantan. Du hast keinerlei Anzeichen dafür, dass sie gleich den Knochen rausholen. Und sobald der Knochen draußen ist, hast du ein Problem. Und zwar ein ganz schön großes. Das habe ich jetzt timingmäßig auch wieder nicht ganz so gut gemacht. Also man kann durchaus erkennen, dass man hier Timing-Probleme haben kann, wenn man... Also was heißt Probleme? Man kann sich halt schwerer oder einfacher machen, was ein wenig zufallsabhängig ist dann. Aber gut, passt schon. Jetzt sind wir hier endlich mal wieder im großen Zustand. Ja, aber ich denke mal, jetzt haben wir wieder diese 4-Block-Probleme hier. Und das könnte jetzt diesmal echt ein bisschen eklig werden, weil wir groß sind. Ah, es geht. Ist okay. Da hat mir dann, ja, so ein bisschen das Timing den Arsch gerettet, dass die Mancher eben nicht genau in dem Moment entgegengekommen sind, wo wir hochgefahren sind. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Naja. Ja. Also, wow. Okay, also viel unnötiger hätte ich mich nicht treffen lassen können. Obwohl es ja auch, muss man sagen, ein bisschen schwieriger ist als großer Mario, weil man dann nach oben nicht so viel Spielraum hat. Aber okay. Ich denke auch nicht, dass es... Na, wohl... Ja, ich würde schon gerne groß durchkommen. Ach ja, klar, da hinten gibt es ja nochmal einen Pilz. Dann ist ja alles in Ordnung. IP-Switches halten auch echt kürzer. Das verwirrt mich jedes Mal wieder. Da hätte ich jetzt schon wieder ein bisschen Schiss, dass der Knochen mich trifft. Aber gut, ist alles nochmal gut gegangen. So. Ja, also hier muss man ein bisschen aufpassen. Das ist ganz gut, dass dann so wieder eingebaut wurde. Ja, weil man da wirklich gezwungen ist, dann auch ein bisschen schnell zu machen. Beziehungsweise, ja, da hat man dann eben die Möglichkeit auch mal, also wenn das ganze Level aus Passagen besteht, wo man nicht sterben kann, dann ist es natürlich auch langweilig. Aber hier hat man es jetzt genau dasselbe Gimmick mal eingebaut, wo es quasi schwierig ist. Genau. Okay. Ich hab sie raus. Ich hab sie raus. Ja, ist egal. Ich habe ich trotzdem raus. Ja. Und so kann man dann sich auch künstlich nochmal selbst einen Bosskampf erzeugen. Ich fände es cool, wenn man es irgendwie so einbauen könnte, dass man die tatsächlich besiegen muss, um die Axt freizuschalten. Ob das irgendwie realisierbar ist, weiß ich nicht. Dafür fehlen mir einfach die Kenntnisse über den Editor, aber ja, wäre ganz cool, wenn möglich. Und ansonsten muss ich sagen, die Idee mit den fahrenden Blöcken hin und her, die hat mir sehr gefallen. Zum einen, dass man draufstehen muss, zum anderen, dass man auch ein bisschen hin und her geschubst wird und dann vom Timing ein bisschen aufpassen muss. War ein sehr cooles Level-Gimmick. Und ja, auch die
der Abschnitt mit den Spin-Jumps war ziemlich sinnvoll eingesetzt, würde ich sagen. Ja, schreibt jemand, definitely one of the best levels I've ever played. Gut, kann ich jetzt nicht zustimmen, weil ich habe dafür einfach noch zu wenig gespielt, als dass diese Aussage irgendwie Gewicht haben sollte. Aber ich fand es auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich gutes Level. Hat mir im Vergleich zum letzten jetzt zum Beispiel auch besser gefallen. Ja, weiß nicht. Im Allgemeinen findet man außergewöhnliche Level ja dann doch irgendwie ein bisschen besser. Auch wenn das andere Level, ja, in Nintendo in nichts nachsteht, würde ich sagen. Aber sowas, das Level eben zum Beispiel, habe ich auch lieber gespielt als Nintendo-Level zum Beispiel. Ja. Zumindest als die meisten. Vielleicht gibt es da auch Nintendo-Level, die das Ganze ein bisschen besser machen. Aber ich würde sagen, nicht allzu viele.